Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute sprechen wir zum vielleicht letzten Mal über den VXX. Was muss man da jetzt beachten, weil den gibt es ja jetzt nur noch einige Tage. Und es gibt allerdings auch ein paar neue Sachen zum Nachfolgeprodukt. All das und mehr jetzt im Video. Heute ist der 21. Januar 2019. Die Börsen sind geschlossen. Heute ist in den USA Martin Luther King Day, wo also an den großen Bürgerrechtler in den USA erinnert wird. Die Börsen in den USA sind dementsprechend zu. Und wir haben noch 8 Tage oder jetzt ab morgen noch 8 Tage und dann hört der VXX auf zu existieren. Also dieses Produkt, was es jetzt 10 Jahre lang gegeben hat, das hört dann auf zu existieren. Und ich bekomme in den letzten Tagen immer mal wieder Mails bzw. Anfragen auf Instagram, in unserer Facebook-Gruppe, wo immer wieder mal gefragt wird, was soll man denn jetzt machen, wenn man noch offene Positionen hat. Im Grunde kann ich es mit zwei einfachen Worten sagen, nämlich aktiv schließen. Also egal, ob ihr long seid, egal, ob ihr short seid, macht diese Positionen jetzt zu. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt jetzt noch 8 Tage lang, wo dieses Produkt existiert und jeder, der noch in diesem Produkt involviert ist, muss jetzt da rausgehen, ne? Weil das gibt es ja ab dem 29. Januar dann nicht mehr. Und deswegen macht es einfach Sinn, das nicht so auf die letzten 1-2 Tage zu schieben, wo dann alle raus wollen. Es ist zwar jetzt nicht zu erwarten, dass es da irgendwie komische Bewegungen geben wird, aber nichtsdestotrotz, wenn dann alle raus wollen, wenn dann irgendwie, vielleicht stellen die Market Maker dann die Preise ein bisschen weiter und so, macht das Ganze einfach zu, weil ihr werdet nicht automatisch umgeswitcht. Also wer jetzt beispielsweise Short im VXX ist und sagt, Mensch, läuft doch gerade auch so gut, ne? Ja, dann habt ihr recht, aber ihr werdet nicht automatisch Short in das neue Produkt in den B geswitcht. Warum? Weil ja hinter jedem Short als allererstes mal eine Laie steht, ne? Das habt ihr vielleicht gar nicht mitbekommen, aber wenn ihr dieses Produkt Short seid, dann hat der Broker für euch im Vorfeld eine Laie durchgeführt. Das heißt, irgendjemand, der dieses Produkt Long ist, hat euch die Anteile geliehen und ihr habt sie dann verkauft und damit seid ihr short in diesem Produkt. Und wenn ihr eben jetzt das neue Produkt haben wollt, dann, also das B, es kann nicht einfach von dem VXXA in den B jetzt umgetauscht werden, schon gar nicht, wenn man short ist. Der Emittent hat eine Möglichkeit gelassen und hat gesagt, wenn man für mehr als $25.000 long ist, in diesem VXX, dann kann man einen Antrag stellen und dann wird man automatisch rübergeswitcht in das B-Produkt. Jetzt muss man allerdings Folgendes sagen. Das mag für einen institutionellen Händler, der eine riesige Position hat, der die nicht in den Markt reingeben will, warum auch immer, für den Markt das Sinn ergeben. Für uns persönlich ergibt das natürlich überhaupt keinen Sinn, weil wenn du hier, je nachdem wie groß deine Position ist, aber die dürfte, ich glaube, in keinem der Fälle von Zuschauern, die hier zuschauen, so groß sein, dass ihr sie nicht sofort per Mausklick schließen könntet und einfach dann neu wieder öffnen könntet. Also deswegen macht die auf jeden Fall zu, auch wenn ihr beispielsweise noch CFDs habt. Ne? Der eine oder andere hat ja gesagt, okay, mir ist der VXX, den kann ich ja nicht mehr direkt handeln nach dieser MiFID-Änderung im letzten Jahr. Und deswegen sind ja viele dann auf die CFDs umgestiegen. Und auch die werden natürlich nicht sofort in die neuen CFDs umgewandelt. Also auch die müsst ihr schließen. Die laufen auch nicht weiter, weil wenn es das Underlying nicht mehr gibt, dann kann es natürlich dann auch von Seiten des Brokers keine CFDs mehr darauf geben. So, Stichwort CFD. Da gab es ja auch lange die Frage, was passiert denn jetzt bei dem neuen Produkt VXXB? Wird es da wieder CFDs geben? Und seit letzter Woche ist das der Fall. Also seit letzter Woche gibt es CFDs. Wir haben sie auch schon mal probemäßig gehandelt, funktioniert wunderbar, genau wie schon vorher. Das heißt also, auch ihr habt jetzt wieder ein Produkt an der Hand, wo ihr diesen ETN, also diesen Exchange Traded Note, jetzt wieder handeln könnt. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, ne, wir erklären das ja in verschiedensten Weisen, also in unserem Börsendienst. Ihr seht übrigens hier hinten, das sind alles Titelbilder von unserem Börsendienst. Und oder in der Online-Ausbildung Optionshandel für kleine Konten, da ist ja auch dieses Handelssystem sehr, sehr genau erklärt, wie man das macht, wie man das mit CFDs macht und so weiter. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen.
Fassen wir es also nochmal kurz zusammen. Wenn ihr noch Bestände, egal ob Long oder Short, im VXX habt, dann schließt die bitte diese Woche aktiv. Also das heißt, macht die einfach zu. Wartet da nicht drauf, dass euer Broker irgendwas macht. Das wird in der Regel, kann es immer schlechter sein als das, was ihr aktiv macht. Macht die also einfach zu. Und wenn ihr sagt, hey, ich habe eine Position, würde die aber jetzt noch gerne länger laufen lassen, dann tauscht sie ganz einfach in eine länger laufende Position um. Was euch passieren kann, ist natürlich, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel euch habt in den letzten Wochen im VXX über beispielsweise einen Short Call habt andienen lassen und ihr habt sie ins Depot gebucht bekommen, ihr könnt sie jetzt nicht neu aufmachen. VXXB, MiFID-Regelung für Retail-Trader, geht das nicht, aber dann verkauft halt einfach wieder einen geldliegenden Call mit einer kurzen Restlaufzeit, eine Woche oder so, und dann bekommt ihr sie auch wieder angedient, ne? Oder ihr wechselt halt auf die CFDs rüber. Wir werden nochmal ein Video zu dem Thema machen, und zwar wenn der 29. dann vorbei ist, wie sich die Volumina entwickelt haben, also ich schätze mal so in der ersten, zweiten Februarwoche, wenn wir dann sehen, was denn nun von den, am Ende waren es ja immerhin fast $1 Milliarde, die im VXX waren, was dann tatsächlich auch in das neue Produkt rübergewandert ist, ob da vielleicht auch viele Anleger gesagt haben, hey, die Erwartungshaltung, die ich an dieses Produkt hatte, nämlich mich im Falle einer Volatilität oder eines Volatilitätsanstieges zu schützen, die ist nicht, hat sich nicht erfüllt, dass vielleicht auch manche das Produkt nicht abgeschlossen haben. Letzte Woche hatten wir ungefähr so 300 Millionen schon in diesem neuen Produkt, also 700 Millionen noch im alten, 300 Millionen im neuen. Das heißt, das ist nahtlos Übergang. Aber wir werden sehen jetzt ungefähr 14 Tagen, wie viel von der guten Milliarde, die im VXX war, jetzt in den VXXB übergegangen ist. Und das ist dann aber auch, denke ich, wir haben jetzt viele Videos zu dem Thema gemacht, dann der Abschluss dazu und alles andere dann mit anderen Themen, die ja auch spannend sind. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche, genießt diesen handelsfreien Tag heute. Das Schöne ist für Stillhalter, ne, auch an so einem Tag verdient ihr Geld, weil wenn nichts gehandelt wird, was arbeitet auf jeden Fall heute für euch, und das ist der Zeitwertverlust. Also, euch viel Erfolg, wir sehen uns diese Woche nochmal. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Bye, bye.